Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Nuzlocke Hardcore Sorcerer Randomizer Data Species Soul Link mit Andrew. Und die Reihenfolge war wieder on point. Genau. Die Heute Reihenfolge ist fangen wir egal, du musst bloß an. alles mit drin haben. Ja. Boah, ich krieg die Krise, Arthur. Hauptsache, ich fange Panzerärer und freue mich wie so ein Schneekönig, ne? Weil es ein Drachen-Pokémon ist. Nidoking scheint auch ein Drachen-Pokémon zu sein. Fick dich. Was? Kann auf jeden Fall Drachenpuls. Wäh, Klasse. Marmelin geht auch, das hast du auch, ne? Barmelin habe ich auch, ja. So, ich habe einen Nidoking gefangen. Sonst musst du halt angeln. Nee, Käfer Elektro. Okay. Interesting Kombi. Ja, finde ich jetzt nicht so schlecht. Amelie. Route 27 haben wir auch noch im Encounter, Ja, ne? ja. Hat doch mal Spaß mit der Angel rein. Okay. Alles fängt hier irgendwie mit. Okay, Earth King, Night Oh Drill. nein! Ich hab Was denn? Nasknet. Habe ich auch schon. Hast du auch schon? Ja. Echt jetzt? Ah, stimmt. Gott sei Dank. Piss dich, Nasknet. Heslon. Hast du ein Palim? Ich glaube nicht. Gut, aber ich jetzt schon. Okay. Eventuell. Dann surfe ich schon mal auf Route 27 Naja, hoch. mach ruhig, mach Okay. ruhig. So, mein Encounter auf Route 27 ist ein Mogmog. Mok, Mok, Mok. Ja. Palim. Allem. Palim. Route 27. Hast du schon? Nee, ich hab's noch Allem, nicht. Allem. Smog. Mog. Okay, es hat Horrorblick eingesetzt, also ich kann nicht fliegen. Ich glaube, Palimpalim ist auch ein Drachen-Pokémon. Ja. Ich glaube, Smogmog ist ein Geist-Pokémon. Horrorblick und Dunkelklaue sieht nach Sieht nach Geist aus, ja. Aber Geist aus. das ist aber auch gerade, dass Nidoking Drachen-Pokémon ist. Und am Ende ist es Elektro-Käfer. Ja, weil es Drachenpuls konnte, ne? Also. So, ich hab's. Elektro. Okay. Alter, was ist hier los mit den Sets? Ah. Das ist komisch. Wir machen das jetzt so, Tim. Wir Komisch. machen jetzt die Route hoch zur Pokémon-Liga. Ja. Mit ein bisschen Glück kommen wir bis vor die Siegesstraße. Und am Freitag ist dann auf jeden Fall Siegesstraße plus Top 4. Und Champ, ne? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was? Ach so, Freitag, ja. Ich weiß,
war gerade an, ja. Louise. Also kann auch bis schneller gehen als 2 Stunden. Ja, gut. Habe ich kein Problem mit. Weil ich habe schon gesagt, wenn wir das so machen, machen wir auf jeden Fall dann die Woche Siegesstraße. Die Folgen, je nachdem wie weit wir kommen heute. Ne? Auf jeden Fall dann die Woche voll mit Siegesstraße bis hin zu einem Teambuilding-Video. Das wir mitnehmen und dann eine komplette Woche mit Pokémon Liga 5 Folgen. So, erster Schritt Richtung Kanto, ja. Will ich jetzt da rumsurfen? Nein, ich möchte... Mein Gott, du scheiß verficktes Palimpalim, jetzt bleib doch mal diesen verhurten Hurensohn Pokéball, Alter. Alter, was geht denn bei dir? Ey, dieses scheiß Vieh, das ist Level 10 und bricht dauernd aus. Richtiger Hurensohn. Ja. Es würde dich vor Herausforderungen stellen. Wie bei mir. Die einzige Herausforderung ist, dass es einfach so ein useless Pokémon sein darf, was nichts kann. Ich dachte, das ist ein Drache. Ja, und es ist ja trotzdem scheiß Werte, Alter. Was ist mit den Drachen-Palim-Palim, wenn's Pokémon scheiße ist? Kannst du mir auch einen Drachen. Kannst du mir einen Drachen zur Putze hinstellen, wenn's scheiße ist? Das ist jetzt hart. Leider nicht so hart zu den Pokémon. Die Pokémon haben auch Gefühle, Digga. Vielleicht machst du dir, Alter. So, ich mach gerade Kaskade. Und Kaskade jetzt wieder runter. Warte mal, in den Toyo-Fällen haben wir auch noch einen Encounter, ne? Kommen da Pokémon? Muss noch surfen, ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe aber keinen Surf-Encounter, ich bin hier auf der Route. Ja, moin. Mein Encounter ist ein Bibor. Sag mal, kannst du mal irgendwas Gutes fangen? Das sagt der mit Palimpalim, ja. Mit meinem Nido, was mit meinem Nidoking gelingt ist. Ja, mein schönes Druckschlag-Pokémon hast du mir ja kaputt gemacht, ne? Ja, du hast mir auch so viele Pokémon kaputt gemacht. Wollte ich jetzt aber keine fucking 20 Minuten hier rumpimmeln, um dieses scheiß Pokémon zu fangen, Alter. Ja, am Ende kann es mir egal sein, dass wenn du jetzt schon Warte machst, als wie wir besprochen haben, du musst eh vor der Pokémon-Liga auf mich warten, von daher. Ja, richtig, also alles. Ja, ich habe Bibo gefangen. Peferwasser. Ist daher... Oh mein Gott, Juan ist ein Pokéball. Ich nenne es einfach Juan. Weil es ein Juanson ist. Drache Wasser, Digga. Geiles Typing. Aber absolut Juan. So... Also mein Bibo ist Käferwasser, ne? Habe ich geschrieben, so Route 27. Oh, Box 1 ist voll, es wird in Box 2 übertragen. Nidorina geht nicht. Ja. Da hast du vollkommen recht. Und was wäre der nächste Encounter gewesen? Ein Trassler, ja, das haben wir ja schon. Hast du mir ja genommen.
Warum so ruhig, André? Möchtest du dich dazu nicht äußern? Ich wollte gerade was sagen, aber es wäre einfach zu gemein. Stimmt, das Strassler, also das Gardevoir ist genauso tot wie dein Kanal, wenn nichts kommt. Das kommt ja momentan. Oh, ich hätte ja auch Magnesohn haben können. Haben wir uns wirklich? Nee, ne? Nein. Boah, geil, Alter. Smogmog und Zwirklub sind gelingt. Das finde ich gut. So, was bist du für ein Pokémon? Wahrscheinlich ein totes Pokémon. Ja. Das ist sehr effektiv, also hat es wahrscheinlich den Stahltypen noch gehabt, wenn eine Kampfattacke sehr effektiv ist. Oder halt wieder so eismäßig unterwegs. So. Vulnona hat die. Ach, Bro. Oh, das überlebt halt einfach mit einem KP. Das überlebt halt einfach mit einem KP. Gut. Ein Wasserzwirklub. Hört sich jetzt nicht so schlecht an. Nö. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Also wenn du Elektro-Pokémon brauchst und ich noch ein Wasser-Pokémon haben will. Ja. Weiß. Ja, moin. Ja, Asterisch, Schritt Richtung Kanto, halt die Fresse, Mann. Du musst durch die Dingsbums rein, ne? Durch die Höhle. Ja, warum bist du denn so aggressiv? Halt die Fresse. Das finde ich nicht okay von dir. Nur weil Palim Palim dich geärgert hat. Also Palim Palim ist ein Hurensohn, okay? Gut. So, Toyofelle ist Lotutze. Hatten wir schon Lotutze? Nicht, dass ich wüsste. Cool, machst den Ball. Und es ist ein. Oh, Gesteinstahl. Alter, warum so ein scheiß Typ, ey? Gesteinstahl. Welches ist das? Ja. Meine Turzel heißt. Tequila. OP. Warte mal. Was denn? Ja, ist immer noch Route 27. Oh, hier kommt einfach ein Draschel. Nee, hinter der Dingens haben wir ja auch keinen neuen Encounter. Das ist ja immer noch Route 27. Muss ich durch die Toyofelle oder kann ich unten lang surfen? Was? Ich habe keine Kaskade beigebracht, deswegen frage ich. Achso, keine Ahnung, ich habe Kaskade beigebracht. Ich glaube, du brauchst Kaskade. Oh,
fuck my life. Hallo, wer bist du denn? Check nochmal eben, wenn du aus den Toyo-Fällen rauskommst. Ob wir dann auf einer neuen Route sind. Bitte. Weil sonst habe ich Glück. Dann habe ich auch keinen Encounter gewastet, weil ein Drasche und ein Ding. Gengar ist tot. Ist das dein Ernst? Digga, ich war full life gegen Kapaloris Level 33. Ich setze Psi-Strahl ein, mach 55% Schaden. Dann kommt ein Feuersturm und crittet mich weg. Ja, es ist mein Ernst. Du weißt schon, dass das mein Fax so tot ist, ne? Digga, woher soll ich wissen, dass Kapaloris einen Feuersturm kann und dass der mich dann auch noch wegcrittet? Ich war full life. Guck's dir an. Das fällt so in die Richtung Kategorie. Wie würdest du sagen? Digga, da konnte ich ja nichts für. Das konnte ich ja nicht ahnen. Ich hasse mein Leben. Ja. Ich gerade auch. Boah, dann bringe ich jetzt gerade bei von diesen Bastarden. Bring's, Quack vorbei. Ja, stimmt, eigentlich ist halt eh scheißegal jetzt. Ah, Digga, ja. Boah, Tim. Digga, ich habe letztens auch nicht so ein Fass aufgemacht, wo du, und dann hast du. Gesagt, nein, du hast kein Fass aufgemacht. Wollen wir uns mal die letzten Folgen angucken nochmal? Nächstes Mal, wenn ich da bin. Das letzte Mal habe ich nicht so ein Fass aufgemacht. Die ersten Mal habe ich ein Fass aufgemacht. Ach. Ach, fuck mich das ab, Alter. Ach echt? Frag mich mal. Wo ist denn Quack so? Ich spiele nie wieder eine Delta Species, ne? Ohne Scheiß. Das ist eine Delta Species als Nuzlocke. Das ist so scheiße. Drachenschrein? Nationalpark, hier wird Turnier. Ach ja. Bist du aus den Toyo-Fällen raus? Digga, ich hab noch nicht mal Kaskade beigebracht, Mann. Jetzt schimmer deine Nuggets, Alter. Ja, Digga, warte mal, da muss ich selber mal eben gucken, weil sonst, weil Hypoterus wäre sonst mein Encounter. Warte mal. Ich muss meinem toten Quack so erstmal Kaskade beibringen. Ja, bei dir ist es ja nicht tot. Digga. Ich sehe mich schon mit Radikal durch die Liga gehen, damit ich ein paar Pokémon dabei habe. Oh, Timmy, ich habe dein Pokémon gefunden. Ja. Ein Kecleon. Ach, halt dein Maul. Darf jetzt bestimmt was mitnehmen, ne? Ja. Gut. Nee, es. Doch, ich bestimmt was mitnehmen. Wir nehmen Traugorans mit. Wir nehmen die Traugorans mit. Ist immer noch Route 27. Okay, also kann ich es gehen. Wir kommen gleich erst auf Route 26. Und wir haben vor der Siegestraße müssen wir nochmal gegen den Rivalen kämpfen. Gut.
Aber das machen wir beim nächsten Mal, denn für heute ist die Folge vorbei. Das war's von uns für heute. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.